Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen zu einem Tutorial hier in Fallout 4, bei dem ich euch zeige, wie das Computerhacken funktioniert. Wir haben hier ein Terminal, also ein Einsteiger-Terminal, aber das tut es nicht zur Sache, welche Schwierigkeit das man hat. Das Problem ist nur, wenn man selbst bei seinen Fähigkeiten noch einen zu niedrigen Skill hat, dann kann man einfach gewisse Terminals, die eine gewisse Schwierigkeit haben, nicht hacken. Hier seht ihr, ich habe 3 Sterne. Du kannst Meister-Terminals hacken. Es gibt natürlich auch noch bessere, aber im Großen und Ganzen reicht es jetzt mal für den Anfang hier zum Zeigen. Auf jeden Fall, das Terminal-Hacken hochleveln sollte man relativ früh machen, damit man einfach zu den Terminals dazukommt, weil die meistens Räume versperren, die gute Waffen haben zum Beispiel. So, jetzt schauen wir mal rein. Entsperren. So, prinzipiell ist es so, wir sehen hier oben: Willkommen beim Terminal von Robco Industries, Passwort erforderlich, Versuche übrig. Oder seht ihr 4 so Felder. Wenn diese Felder aufgebraucht sind, wird das Terminal gesperrt. Des Weiteren seht ihr einen Haufen Zeichencodes. Und in diesen Zeichencodes sieht man dann auch so Wörter, die eben das Passwort sein können. Man weiß natürlich nicht, was der Passwort das ist. Und je nach Schwierigkeitsgrad übrigens ändert sich die Länge dieser Passwörter. Prinzipiell fängt es am besten so an: Er nimmt einfach mal das erste, was er findet, und klickt einmal drauf. Und dann seht ihr rechts unten: Spoke, Zugang verwehrt, Treffer ist 1. Das heißt, ein Buchstabe dieses Passworts ist an der richtigen Stelle. Gut, jetzt probieren wir einfach das nächste Spoke. Schauen wir mal, ob Trash da auch was dazu beiträgt. Trash haben wir Treffer 0. Also jetzt könnt ihr schon mal nach Wörtern suchen, wo die Buchstaben nicht so stehen wie bei Trash. Also zum Beispiel Great geht nicht. Weil bei Great ist es das R an der zweiten Stelle wie bei Trash. Das kann schon mal nicht sein. Genauso wie Brain kann es nicht sein. Es könnte es Shep sein eventuell oder ein anderes. Ich probiere es nicht weiter, nicht, dass ich jetzt irrtümlich das richtige erwische. Prinzipiell könnt ihr so lange probieren, bis ihr oben bei der Versuche nur mal ein weißes Feld habt. Dann gehen wir weiter. Sollte oben jetzt nochmal ein weißes Feld sein, dann versuchen wir, das Ganze zurückzusetzen, beziehungsweise die Passwörter rauszukicken, die nicht passen. Und das macht man über das Hacken. Das Hacken funktioniert so, dass ihr hier in diesen Zahlenkombinationen, ihr könnt hier übrigens mit dem linken Stick hin und her navigieren oder mit dem D-Pad. Mit dem D-Pad geht es nämlich schneller, wenn ich jetzt so scrolle. Mit dem Stick geht es so schnell, mit dem D-Pad geht es um eine Spur schneller. Also wir suchen jetzt hier in diesem Code, nenne ich es einmal, Klammern, Kombinationen, also eine geöffnete und geschlossene eckige Klammer, eine runde Klammer, eine geschwungene Klammer oder größer und kleiner Symbole. Das machen wir jetzt einmal. Und wenn man das in einer Zeile, also jeweils von hier bis hier, das bedeutet eine Zeile, beide Paare vorhanden sind, dann kann man was hacken. Jetzt schauen wir mal, da ist jetzt nichts. Ich zeige es euch gleich, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Da haben wir zum Beispiel eine Kombination hier. Hier ist eine Klammer und hier ist das Gegenstück. Und wenn ich da jetzt draufklicke auf dieses automatisch ausgewählte Feld, dann habe ich jetzt zum Beispiel oben Versuche übrig wieder 4. Also die Passwortversuche sind zurückgesetzt worden. Das hilft uns schon mal weiter. Aber jetzt gehen wir nur einen Schritt weiter. Versuchen wir die Passwörter, die nicht passen können, rauszukicken. Das müssen wir da wieder suchen, wo wir gleiche Klammern haben. Man kann das jetzt manuell suchen oder man fährt einfach mit dem Cursor drüber. Und sobald irgendwas markiert wird, sieht man es ja eh. Ja. Also man kann es entweder selber suchen oder das mehr oder weniger automatisch machen lassen. Hier haben wir zum Beispiel eine Kombination. Eine Klammer links, eine Klammer rechts. Klicken wir drauf und ein Passwort ist verschwunden hier unten. Das Feld ist jetzt leer. Hier war vorher ein falsches Passwort. Das ist jetzt weg. Jetzt suchen wir gleich mal weiter, wo sind wir gewesen. Schauen wir, dass wir ein koordiniertes Vorgehen haben da. Da haben wir ein Klammernpaar. Auch ein Passwort fällt weg. Wunderbar. Da haben wir auch ein Pärchen, das haben wir schon gehabt. Das wäre hier und hier zum Beispiel, das haben wir zuerst schon verwendet. So, wo haben wir noch was? Schauen wir mal, ob wir noch was finden irgendwo. So, kein Pärchen mehr da zu sehen. Gut, dann müssen wir einfach weiter probieren. Jetzt haben wir noch 4 Versuche übrig, es sind aber noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Passwörter da. Aber wir wissen ja, was es nicht sein kann, das haben wir durch den vorigen Versuch schon gesehen. Sollte es trotzdem passieren, dass ihr trotz Hackerei und trotzdem, dass ihr alles probiert habt,
mehrere Passwörter habt und nicht mehr sicher seid, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie ist es jetzt, und ihr habt aber nur mal einen versucht, dann macht ihr einfach eins, ihr geht einfach wieder raus aus dem Terminal und geht wieder rein. Denn dann ist im Prinzip wieder alles zurückgesetzt, allerdings auch die Passwörter. Also ihr müsst jetzt wieder ganz von vorne beginnen. Also wieder einfach mal ein Passwort probieren. Treffer 0 zum Beispiel. Also Loyal ist immer gar nichts. Das heißt, Caves könnte es zum Beispiel sein. Zack, jetzt habe ich zum Beispiel getroffen. Ja. Also wichtig ist der Punkt, bevor ihr es versaut, bevor das Terminal gesperrt wird, geht einfach wieder raus aus Terminal und geht wieder rein. Ansonsten hoffe ich, das Ganze hat euch geholfen. Würde mich über Feedback und Kommentare freuen. Wünsche euch was, viel Spaß hier beim Hacken in Fallout 4. Bitte euch, tschüss, ciao, euer Bitwalker.